Recht herzlich willkommen zur 96. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, ich habe die Rakete ausgewählt, die wir für die Mondlandung brauchen und den Piloten entfernt und ich denke, wir sind dann soweit, dass wir im Endeffekt hier starten können, ne? Gut, SRS ist an Vollpower ist, wir steigen dann gleich hoch und ich muss sofort rüber lenken. Das hatten wir extra hier mit den Dingen so gemacht. Ja, dass die uns nicht treffen. Jetzt stellt sich mir gerade die Frage, steht das Ding denn da richtig drauf dann? Oder müssen wir andersrum einlenken? Nee, die beiden fallen dann nebenher weg. Ja, passt schon, ist schon richtig. Okay, dann würde ich sagen, 3, 2, 1, go! Ja. Lenken wir gleich schon so ein Stückchen ein, wie der Dralo gesagt hat. Und wunderbar. Läuft. Ruhig noch ein bisschen mehr, denke ich. Da geht noch was. Kurz auf die Karte, das richtig eingestellt hier. So, das sieht auch gut aus. Und weiter geht's. Machen wir noch ein bisschen weiter rum. So, und da können die schon ab. So, ich glaube, das wird schon ganz gut so. 15.000 höher. Ich hoffe, das ist alles so richtig. So läuft's, oder? 20.000 da. Alles im grünen Bereich, würde ich sagen, ne? Vierundzwanzigtausend. Noch mehr rüber korrigieren. So. Das sieht doch ganz gut aus, oder? Die Stufe ist gleich leer, dann können wir die auch abspringen. Nochmal schnell geschaut. 44.000, alles gut. So. Und weg damit die nächste Stufe. Ich denke, da können wir noch ein bisschen mehr einschwenken. Das war zu schnell gemacht, ne? 60.000, okay. Gehen wir mehr auf Horizontale. Weil jetzt sind wir schon gleich so weit, dass das klappt. So, was haben wir da? 66, wir kriegen es noch ein bisschen größer. Alles gut. So. 68 steigt noch, können wir lassen. Ich denke, das ist nicht verkehrt. So, da ist die 70 erreicht. Noch ein bisschen mehr. So, wie schaut's aus? Ja, wunderbar. Alles gut, oder? Und 73 steigt noch leicht. Da haben wir 75, wir sind schon im Orbit. Gut, wunderbar. Jetzt brauchen wir nur die Periapsis noch hinkriegen. Ja, läuft, glaube ich, ziemlich gut, oder? Jetzt haben wir hier 75.
ein bisschen noch korrigieren, glaube. 75, der wächst ganz gut. Das sieht doch super aus, oder? Ich glaube, wir haben es mal geschafft, ordentlich zu starten. Kleine Korrektur nach oben noch, weil wir fallen schon wieder runter, aber es sollte auch egal sein eigentlich, weil das reicht noch allemal, oder? Nee, reicht nicht. Mal wieder höher. So, jetzt wandert er wieder vor. Aber wir haben jetzt gleich schon die Periapsis da, ne? Ja, die müsste jetzt gleich kommen. So, da ist er auch schon. Und stopp mal. 66. 82. Lassen wir nochmal ein bisschen fliegen. Machen wir hier mal an. Nochmal. So, was haben wir jetzt hier? 92. Hier haben wir 71. Würde das schon reichen in dem Sinne. Gott. So, da gehen wir schon raus in dem Sinne, aber das lassen wir jetzt erstmal so. Und gucken, wo der Mund erstmal ist. Wo ist Mr. Mund? Da ist Mr. Mund. Gut, das würde bedeuten... Ja. Machen wir erstmal hier ein Manöver hin. Und zwar raus damit. So. Das wäre schon mal nicht verkehrt. So, das Ganze gedreht. Und gucken, ah, da ist es dann zu weit wahrscheinlich schon noch da, ne? Ah, da ist er schon. Und das sind wir hinterm Mund. Wir wollen aber vorm Mund, ne? Okay, das war jetzt nicht der passende. Ne, da müssen wir anders dran kommen. Glaube ein bisschen so. Beziehungsweise, warte mal, in diesem Moment, wir müssen ja nicht wieder so dahin, wie wir letztes Mal hatten, ne? Weil wir müssen ja eine Landung hinkriegen. So war das ja, genau. Das würde bedeuten, wir müssen einfach nur da rum. Okay, da würden wir so abgelenkt werden. Da fängt er uns ein. Dann würde ich sagen, ein bisschen weiter zurückziehen das Ganze. Kann ruhig sein, oder? Warte, was machen wir jetzt? Das ist... wäre davor. Wir müssten mal gucken, dass wir hier kurz... View Focus... Und das... wo ist denn die Mission? Ach so, ja, warte mal. Nee. Geh mal ins Space Center. Und dann... Ist die abgelaufen? Nee, ne, oder? Ist die Mission abgelaufen? Rescue Mission from Orbit of the Sun. From Orbit of the Moon? Und so, warte, das müsste ja hier sein, ne? Da, der ist es.
Gut, das ist aktiv. Gut. Wie hieß der? Desables Kerman. Desables Kerman. Das ist der Mund, ne? Da muss man irgendwo hin, oder was? Ah, da unten ist es. Nee, das ist eine gelandete Fähre. Das ist eine gelandete Fähre. Okay, dann wo finde ich denn jetzt meinen da unten? Das ist mein Flug, den nehmen wir erstmal wieder an. Gut, da sind wir. Jetzt mal die Map. Da ist der Moon. Fokus. Ah, jetzt sehe ich es. Irgendwie war da irgendwas falsch, oder? Da unten ist er. So. Viewing Tracking Station. Ne, das brauchen wir nicht. Okay, da müssen wir also hin. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass wir da den Weg irgendwo in diese Region kriegen dann, ne? So. Das heißt, der kann erstmal weiter runter. Ja, ich glaube, dann wäre das schon. Na, ich glaube, noch ein bisschen mehr kann das. Ist ein bisschen schwer zu beurteilen hier von der Sicht her, ne? Aber ich könnte mir vorstellen, noch, das könnte schon so passend sein. So müssen wir da vorbei. Und dann hier nochmal einbrennen, dass wir den Dingens kriegen, dann könnte das klappen, ne? Vielleicht noch ein bisschen tiefer. Also, kommt mir vor, als ob es noch tiefer besser wäre. Und zwar so. So. Weil dann glaube ich, dass wir dann schon die passende Bahn haben. Gut, aber das ist ja auch kein Problem. Das kriegen wir hin. Das bedeutet, wir sollten jetzt Ausrichtung anfangen. Ja, dann können wir erstmal bis dahin fliegen. Wir haben wie viel Zeit? 14 Minuten, um das hinzukriegen. Gut. Dann müssen wir uns passend drehen. Wo kommt er? Da oben kommt er. Mir kommt es vor, als ob der hier an wäre, ne? Die Rakete richtet sich gerade so ein bisschen schwierig aus. Ne, so. So. Nehmen wir mal das SAS aus, ne? So. Stoppen wir da mal. Bisschen nach links. Okay. Langsamer. Bisschen tiefer. Na, das war falsch rum. So. Minimal noch runter. Tacken nach links. Nein. Eher hoch noch. Und tacken nach rechts. Ich glaube, so könnte das ungefähr sein. Gut, wir haben noch 13 Minuten für das Manöver. Können wir also ein bisschen schneller laufen lassen.
10 Minuten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gut, eine Minute noch. Nochmal checken. Alles ausgerichtet? Ja. Dann haben wir das soweit gleich, oder? Nochmal ein bisschen schneller laufen. So, 40. Und wir können auch schon brennen, ne? Ganz klar. Z. Ja. Der braucht ja ein paar Minuten, ne? Naja, Minuten nicht, aber einiges braucht er. Dass wir das hinkriegen. So, 22 Sekunden noch, aber das passt schon. Ja. Bisschen energielos werden. Dass wir das hinkriegen. Der wächst. Wird größer. Oh, wir müssen ganz schnell hier noch... Na, komm schon. Stufe absprengen. Oh. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass wir noch zwischen da eine Stufe abbrennen müssen. War halt so, aber ich glaube, das ist jetzt kein Problem gewesen. Auf der Entfernung geht das alle noch gut. So, der wird immer schön größer, das passt. 230. 170, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0. Lass so. Jetzt können wir da hinten nochmal reinzoomen und gucken, dass wir den dann noch genauer hinkriegen. Wenn wir denn alles richtig gemacht haben. Zap. So, sieht fast gut aus, ne? Aber nur fast. Ne, das wird schlechter. Okay, dann lassen wir es so. Ist auch nicht schlimm, das passt schon. Kriegen wir hin, denke ich mal. So, den Punkt da hinten müssen wir jetzt wegmachen. Den brauchen wir nicht mehr. Und Warp hier. Nee, das ist ein bisschen mehr zu spät, oder? Warp hier. Machen wir da. Wunderbar. Da kommt er geflogen. Zack. Und dann sind wir hier. So, und dann müssen wir an diesem Punkt jetzt Add Manöver machen. Und... Oh. Irgendwas haben wir gerade falsch gemacht. Oh, das war zu viel. So. 300 ist reichlich. Gucken wir mal, was haben wir jetzt? 88. 43, 30 machen wir mal. Das war zu viel. Sechsundzwanzig, dreißig, wunderbar. Ja, geht doch so, oder? Ja, das können wir so lassen. Da müssen wir da wieder korrigieren. Sollte funktionieren. So, dann müssen wir jetzt hier wieder ausrichten. Andere Richtung wieder. Da kommt er irgendwo, da ist er. Ja, im Endeffekt ist es nur pro Grade brennen, ne? Wenn ich jetzt nochmal gerade gucke, aber das sieht dann schon ziemlich gut aus mit der Geschichte, die wir da geplant haben, ne? Gut, okay, dann haben wir jetzt 37 Minuten Zeit. Obwohl. Warte mal. Spielt es hier eine Rolle? Ich glaube, hier spielt es keine Rolle. Wir können sofort eigentlich das machen, oder? Ja. Ausgerichtet sind wir, ja.
Ne, passiert da jetzt nichts. Nochmal. Doch, da passiert was, oder? Ja, muss ja reichlich passieren, ne? Aber ich glaube, das ist verkehrt. Wir müssen doch erst davor warpen. Jetzt haben wir bestimmt schon wieder einiges verloren. Warp to next Manöver, das ist es. Nee, da bracht es das nicht, ne? So, der fliegt vor. Irgendwann muss er hier gleich kommen. Da ist er. Hoffentlich wäre jetzt nicht so viel hier verloren, aber naja. Ist halt dann so. Bisschen näher daran noch. Ausgerichtet sind wir im Endeffekt noch gut. Ja, komm mal nochmal ein Stück schneller. So. So, und dann können wir jetzt das machen. Sollte jetzt funktionieren, ne? Kommt da rein? Ja, kommt rein. Wo ist er? So. Da schließt sich gleich der Kreis. Und Suppen mal weniger. Passt. Lassen wir so. Der kann weg. Und das bedeutet dann, dass wir auf die andere Seite fliegen. Hierhin. Und Warp hier. Und dann müssen wir da noch kleiner machen. Super, oder? Denke ich mal. Okay, aber ich würde sagen, für die Folge soll das erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.